Okay, da müssen wir schnell sein. Ah, renn! Hello, Friends. Ich bin's wieder, euer NRO Fox. Heute ist Random Monday, das heißt, heute probieren wir mal was Neues aus. Into the Radius hatte ich, glaube ich, letztens schon mal ein bisschen davon geredet, dass ich total davon schwärme, das mal endlich auszuprobieren. Hat so was Stalkerhaftiges. Wenn ich mir so die Bilder anschaue, wollt mich nicht allzu sehr spoilern. Und ich würde sagen, wir schauen da einfach mal rein. Ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Oh, wir starten. Was machen wir? Story oder Realistic? Story ist Sleeping, Restore Health. Und Player Location shown on Map oder No Player Location on Map. Finde ich an sich ganz cool. Wie ihr wisst, bin ich ja so Immersions-Freaky. In der echten Welt gibt's auch auf der Karte keinen Marker, also von daher. Reduced Enemy Perception, nochmal Enemy Perception. Ja, all Equipment lost after death. Natürlich dürfen wir nicht sterben. Tracer Bullets, na. Ist schon auf realistisch gestellt, ist schon mal sehr gut. Die Entwickler wollen also, dass man es realistisch spielt. Wir machen das Tutorial auf jeden Fall. Und das kann man eh vergessen. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Da drin schon ein bisschen. Die sagen, los geht's. Do not eat yellow snow. Ganz wichtig. Wichtigste Regel überhaupt. Niemals gelben Schnee essen. Okay, man sieht also seinen eigenen Körper. Das ist schon mal sehr cool. Das ist richtig cool. Was steht da? Hello and welcome to... Ich war nicht fertig. Okay. Okay. Okay, das lass mal weg. Wir bewegen uns lieber richtig. Ich dachte gerade, das wäre ein Texturfehler, aber ich glaube, die sind so weiß. Das soll so sein. Aha. Continue. Okay, aha. You can see me? Hear me? If you can, please, come closer. Try to touch me. Really? Wie alt ist sie? Sie ist doch noch nicht volljährig. Aber bloß keine Anzeige. Anzeige. Oh, you can hear me. I kept trying to speak to others, but they couldn't and... Oh, help me, please. That wasn't really me, just an image. I'm trapped somewhere terrible. I don't know where, just that it's dark here. Die kann man bewegen. And I can't move. This is cool. I can project myself cool. into the minds of people here, though. Their dreams or something. I tried to get the others to hear me, too, but they never do. I'd almost given up, but then you heard me. Oh, please, help me. Oh, but you were lost, too. Yeah. I've seen this before. You don't remember anything. Nope. Do you? Nope. People here tend to forget things and wander around confused. Wie immer. It's worse. But you're alive. We need to make sure you stay that way. This is no place for the living. Go into the fog. See what's out there. Your memories will guide you. Now that we've made this connection, I can find you anywhere. And when you're ready, you'll come find me? The real me? The real me? I'm so sick of this place, whatever it is. My name's Katya, by the way.
Katja. I'm so glad I found you. Finally, I'm not alone. Also als erstes, wenn man mir sagt, geh in den Nebel rein, ist es nie eine gute Idee. Boah, Joch. Ah, das ist Rennen. Okay, wenn ich drauf drücke. Nie eine gute Idee. Oh, es leckt, glaube ich, ein bisschen. Aber das ist okay, denke ich mal. Vielleicht muss ich ein bisschen was an der Einstellung machen. Ich glaube, das machen wir ganz kurz. Einen kurzen Cut. Also viel habe ich jetzt nicht verändern können. Es leckt immer noch, egal welche Einstellung ich mache. Ich denke mal, damit müssen wir zurechtkommen. Und ich will es jetzt ja auch nicht irgendwie in eine Grafik spielen, wo ich Brechreiz bekomme. An sich ist die Grafik schon ganz interessant, dass ich jetzt damit leben möchte. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Gelbaum. Ja, Bäume streicheln, das ist wichtig. Okay. You can pick up items up to 2 meters away. Pick up the item pressing right grip. 2 meters away. Pff, wir gehen dahin. Advanced Probe. Das ist ein bisschen ungewohnt. Das hier, eigentlich habe ich das ja hier in der Hand, aber muss es hier mit der Hand. Also komisch. Item Info Menu. Look at your hand holding the item. Item shown. Pan toward the face to. Close. What? Alter. Viel zu nah. Jemand guckt sich Gegenstände so nah an. Also Mikrobiologen. Advanced Probe. Sack of Cartridge Cases with Tight Cloth Strips. Useful for Anomalies Detection. Boop. Hold right trigger with hand holding the probe, sack to draw a probe, then swing your hand and release right trigger to throw a probe. Okay. Und wie viele habe ich davon? Ich hoffe doch genug. Oh Gott, der rennt viel zu schnell. RCS. Kann man das dann... Aha! Geil! Ich liebe sowas Innovatives. Interaktives. Boop. Kunst. Ich nenne es den schwebenden Schädel. Schwäbischen Schädel. Gut, weiter geht's. This is an anomaly. Wow. Freaking tracking. Most types affect everything that enters inside. Try throwing probes at the anomaly to check how large it is. Ja, ich weiß, wie das geht. Glaube ich. So. Ja, werfen kann ich. Ei, rennen, immer dieses Rennen. Ich bin's von Alex gewohnt, dass man drauf drückt auf den Pad, was aber nicht tut. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ach, das ist wie bei Stalker, ja. Da hat man ja auch diese Schrauben. Die man dann auf die Anomalien wirft. Und dann hat man gesehen, wie groß die Anomalie ist. Also das gleiche Prinzip wie hier, nur dass ich einen Sack habe. Ich muss jetzt irgendwie an den Anomalien vorbei.
Logisch. Gut, die Grafik der Anomalien hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können. Ich denke mal jetzt nicht, dass es an meinem System liegt. Weil ich ein Ultrasystem habe. Okay, so gut ist jetzt auch wieder nicht. Für VR immer noch viel zu schwach, meiner Meinung nach, aber besser als gar nichts. Ja, ja, sprinten. Ist mir schon klar, dass ich sprinten kann, habe ich schon herausgefunden. Look down at your vest. The white circle marks. Ja, ja, das haben wir auch schon herausgefunden. Da kann ich die geile Scheiße da reinmachen. Physically crouch down or use. Natürlich machen wir das alles physikalisch. Okay. Oh, ist das geil. Sowas gefällt mir. Sieht zwar ein bisschen komisch aus. Aber who cares? Also bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Bin mir sicher, da kommt noch einiges. Use the right grip to grab and move yourself over there. Aus dem Weg! Aha. Gehe einfach mal logisch. Ja, das ist Alex-Style. Das gefällt mir auch. Hat es auch den gleichen Effekt. Nee, bei Alex hast du es einmal hochgeschwommen, da warst du oben. Hier musst du wirklich jede Sprosse selber hoch. Und dann ja, das war jetzt halt nicht so gut, würde ich sagen. Ja, und dann, wie komme ich? Joch, Kerle. Aber ich denke mir schon, ich muss mir schon so hoch schwingen. Objects like bricks and ledges that are sticking out can use also be used. Ja, heute habe ich es nicht so im Lesen. Glaube ich. Ja, ist ja richtiger. Das ist richtiges Bouldern hier. Okay, so langsam check ich es. Oh, it's tea time. Nom 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 nom. Ach so, loslassen. Ich könnte es natürlich so einstellen, dass ich das Zeug dann auch halten muss. Vielleicht irgendwann mal. Kann man das aufmachen? Scheinbar nicht. Kann ich überall hochklettern? Pick up the flashlight. Das machen wir doch. Oh, das hat Horroraspekte. Fällt mir richtig gut. Wenn man sich jetzt vorstellt, was noch so alles kommen könnte. Nur das Gelecke geht mir ein bisschen auf den Nerv. Geil. Richtig cool. Kann ich das jetzt mitnehmen? Ja, leider nicht. Das Geräusch hätte ich gemacht. Aber nur Ambient Sound. Siehe, haarig. Some anomalies react to light. Use flash to clear the way. Aha, interessant. Interessant. Haarig ist nie so gut. Haarig.
Bah. Was ist das? Was war das? You starve to survive. Turn out your flashlight and it makes you easy to spot the enemy. You can crouch down to make less sound and use cover to sneak around. Try sneaking past unnoticed by breaking the line of sight and moving to another cover without being seen. Oh, das wird spaßig. Ich frage mich, ob ich ihn auch ablenken kann. Dieses etwas, was da gleich sein sollte. Was sind das für weiße Punkte? Oh. Kegges. Ui, ui, ui. An der Performance muss ich irgendwas noch dran schrauben. Es liegt wahrscheinlich an der Volumetrie. Wir probieren nochmal was aus. Sorry, Leute. Also ich habe jetzt mal die Settings statt auf High auf Medium gestellt. Ich habe jetzt nicht, also zumindest hier im Inneren gibt es keinen großen Unterschied gesehen. Aber von der FPS müsste es schon ein bisschen flüssiger laufen. Mal gucken. Ich hoffe, es liegt nicht an meinem System, wie gesagt, dass ich vielleicht irgendwas vergessen habe auszuschalten oder einzuschalten, wie dem auch sei. Also, wir haben hier ein Etwas. Ui, ui, ui. Das heißt, ich muss jetzt... Wen sieht man auch so schlecht? Guckt er jetzt gerade nach vorne oder nach hinten? Ich bin mir nicht sicher. Ganz schnell raus. Das ist mir sehr unbehagen ohne eine Waffe. Und dann gibt's noch die Temperaturen. Zurzeit, wir haben 35, 34 Grad. Typischer Sommer. Es kommt auch noch dazu. Ich musste gerade daran denken, dass die Leute von Rocket Beans, Reality Bites, ja dieses Free Moving ja irgendwie nicht abkönnen, wegen Motion Sickness. Ich habe nie Probleme damit gehabt, aber ich bin einer von den 50% wahrscheinlich, die das gut abkönnen. Achterbahn, virtuell Achterbahn fahren macht mir auch nichts. Das ist total lame, finde ich. Put an enemy and put an empty hand over your shoulder and press right to backpack. Oh, nice. Da kann ich Sachen reinmachen. Da hätte ich vielleicht das Feuerzeug reinmachen. Okay, wir gehen nochmal zurück. Naja, machen wir nicht. Oh, da ist ein Feuerzeug. Jetzt machen wir irgendwie so schöne Musik. Geil. Kann ich die auch? Nice, da ist er. Echt jetzt? Hab ich doch.
Okay, so funktioniert das nicht. Kann ich... Nee. Nein, kann ich nicht. Ja, hab ich doch schon, Junge. Ah, und dann kann ich das so in die Luft hängen lassen. You can store almost any item in the backpack by dropping them inside it. Go test out the knives on the table. They can be used in melee combat and also thrown. Press hold while holding the knife to enable hauling. You can draw a knife just like... Okay. Kann ich... Ah, und da ist auch schon... Oh, nice. Man muss dann draufbleiben. Oh, Headshot. Warum ist Slow Motion? Ja, hier bei Superhot oder wie? Er hat schon Ähnlichkeit mit Superhot. Okay. Da ist mein Messer. Ja, ich steck dich ab. So, jetzt kann hier nix. Jetzt bin ich... Half-Life. Fuck, eine Tür. Die Tür macht mich fertig. Oh, nee. How do I get out of here? Whenever this place is. Rechts oder links? Ja, nehm mal links. Vielleicht macht das überhaupt keinen Unterschied, ob ich... Rechts oder links? Gehe. Ja. Hat null Unterschied gemacht. Kein Geschenk. Oh, Leute, leckt das ein bisschen. Oh je. Oh, ich bin Rechtshänder. Bisschen komisch. Aha, Half-Life-Fässer. Gas can explode when damaged. Hit and run for cover. Ah, okay, I see. Oh ja. Ah ja, genau. Kann ich. Ja, der Schlampe geht das nicht. Okay. Da müssen wir schnell sein. Ah, renn. Oh. Ich hab schon ein bisschen Angst angejagt gerade. Aber nicht wegen der Explosion, wegen diesem Geräusch, was es gemacht hat. Ernsthaft? Stich dich ab! Ja. Oh geil, das Licht kann ich anlassen. Okay. Dann machen wir das da rein. So, wir haben immer noch das Problem, dass das Tor noch nicht offen ist. Warum auch immer. Ich denke mal, wir haben uns nicht so ungeschickt verhalten. So. Oh, renn. Ach so, man hat ja schon. Okay, I see.
Ja, ist ein bisschen ungewohnt. Das. Weil der Blick dann so mitgeht. Bisschen komisch. Ich stelle mich echt ein bisschen blöd an. Ja, gut, geht, geht. Geht gerade. Also mal hier. Ein Säckle. Und ich bin viel zu nah an der Wand. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Ja, aber ich hab doch schon eins. Warum? Warum hab ich. Aber ich hab. Warum krieg ich dann nochmal? Macht doch keinen Sinn, dass ich dann nochmal Props bekomme. Props. Mach mal kurz das Licht aus. Akku sparen. Ja, ist echt komisch. Was ist das? That guy ain't had a looks familiar. And I hear more anomalies. I better weg. Ups. Oh, ich hab viel zu viel Zeugs, ey. Ja, an sich sollte es ja nicht so arg laggen. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, was Half-Life Alyx für eine Performance gehabt hat, gut, es war halt richtig gut umgesetzt in VR. Trotzdem finde ich es ein bisschen leicht übertrieben, dass sowas so viel Performance kostet. Aber was soll's. Ich will ja nicht meckern. Oh, voilà. Ich hoffe, man hat unendlich von diesen Probes, weil ich wahrscheinlich sehr viele verschwenden werde. Was ist das? Crouch down and use to open. Kann man. Aber ich habe das doch jetzt gar nicht aufgemacht. Ich will das aber jetzt aufmachen. Das ist. Er macht doch. Was? Hallo? Ja, und jetzt muss man mit dem Trigger draufbleiben. Ein bisschen komisch. This is UNPSC Emergency Guidance Recording L1-61. If you are listening to this, you are most likely suffering from one or more of the following conditions. A sense of displacement, disorientation, memory loss, ataxia, and visual auditory hallucinations. Please remain calm. You are experiencing the adverse effects of prolonged exposure to the Pechorsk radius. This recording was placed here by the UNPSC to guide affected personnel to safety. Inside this emergency cache, you will find a basic survival kit. Der Ton ist Schrift geht viel zu schnell weg. Enter the fog to find it. Pistolet Makarova is a reliable 9x18mm pistol that is widely common in East Europe, has a 8-round magazine. 9 Schuss. Zeugende Info. Press right. Trackpad up to press to remove safety. Oh, muss man auch noch. Cock the pistol by racking the slide. Okay, rack is standing again in case of jamming. Okay. Press right trigger with the hand just to shut it. Ja, okay. Toll, Alyx. Schön Munition versch. Achso, okay, da sind noch welche. Hmm.
Ja, das wird ein bisschen umständlich, glaube ich, mit dem allen. Bring the magazine close to the PM to insert it. Bring the magazine close to appropriate ammo box while holding it on. To load the magazine with ammo. So, oder was? Hä? Bring the magazine close to appropriate ammo box while holding it to... While holding it? Ich will das... Aha. Okay. I see. Ach, Alex. Boah, das wird so ein Gehässe, sag ich euch. Ich meine, das ist Immersion. So funktioniert der Kack. Kann ich auch. Nee, muss, ne? Okay. Was schießen wir an? Gibt's denn irgendwo einen Vogel? Da ist ein Vogel. Was ist los? Warum? Aber wenn ich doch jetzt... Ach, ich hab den Safety-Knopf noch drin. So, aber jetzt. Fuck. Ja, der Vogel ist auch viel zu klein. Ist ja klar, dass ich den nicht treffe. Ach, muss mir echt noch... An alles gewöhnen? Nein, nicht mehr so. Boah, ziemlich weit. So. Das Blöde ist... Ach, ich brauch doch keinen Safety-Knopf. So, wie komme ich jetzt hier runter? Wie komme ich jetzt hier runter, ohne mich zu verletzen? Okay, passt. Oben ist mal lang. Ich denke mal, wir gehen jetzt mal da lang. Also wie gesagt, bis jetzt bin ich echt gehypt. Gefällt mir richtig gut. It's too dangerous to go any further. I should turn back before I get lost. Lappen, ey. Muss ich da lang? Ja, da müssen wir lang. Was wollte ich sagen? Muss ich ja vergessen. Ich bin echt gespannt, was noch so kommt. Also, idealerweise wäre es echt gut, wenn die Performance noch ein bisschen besser wird. Corona. Ich bin ja allein hier in der Wohnung, also von daher brauche ich keinen Hand vom Mund, oder? Bestimmt nicht. Boah, fucking hell. Equipment can be repaired in the shop. Also bis jetzt ist ja noch nicht viel, so viel passiert. Gucken, was noch kommt. Vielleicht muss ich an der Grafik noch ein bisschen rumexperimentieren, dass es gut läuft. Pick up the map. Wie? Das hast du mir aber jetzt nicht gesagt, wie man jetzt die Map pick up tut.
jetzt da... Nee, ranlehnen kann ich mich jetzt nicht. Oh, ein Säckle? Hab ich doch schon... Ich hab so viele Säcke. Für was braucht man so viele Säcke? Also... There's a shelter marked on the map that looks close. The one with a red circle and a chevron. Was ist ein Chevron? You can move the magnifying lens around the map to use the red. Look at the map legend and compare it with the model map to help understand the ranges. The red arrow on the map compass points toward the radius that you drew. Compared with the map with your eye. Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen komisch flüstern musste. Okay. Dieses Auto ist dieses Auto, wo wir jetzt sind. Der Schalter ist da vorne, das heißt... Sind wir das? Nein. Nein, oder? Wenn wir uns... Sind wir... Das sind wir. Ja, dieser rote Punkt sind wir. Ich dachte jetzt eher, dass wir nicht angezeigt bekommen, wo wir sind. Finding the way. I found a broken Jeep and some map in it. There's a shelter marked on the map. Maybe I can find anybody there that can explain what's happening. Primary objective, search for shelter and anyone that can explain what happened. Journal. Na gut. Müssen wir nach... Also wenn Norden... Ich glaube, der Kompass stimmt aber auch nicht so ganz. Norden ist scheinbar hier. Laut Karte wäre aber... Ist ja dann so. Ich dachte, Karte oben ist dann Norden. Aber jetzt müssen wir schon wissen, wo Norden ist. Also Norden ist... Dann... Hier ist Norden. Dann müssen wir nach Süden. Ich meine, das ist ja jetzt super klar gewesen. Aber ich meine, für später. Na gut. Und wie kann ich... Und wie komme ich dann wieder... Komme ich jetzt wieder an meine Karte? Ah, nee. Am Hintern? Nö. Wie viele Schritte ich gelaufen bin, okay. Ja, da wird mir auch angezeigt. Na, das brauche ich nicht. Alter. Kein Schritt weiter, ich sag dir's. Okay, du willst nicht anders. Da so rum. Ich dachte, das wäre die Uhr, weil es genau im Sekundentakt war. Aber das war's nicht. Die Frage ist immer noch, wie komme ich jetzt wieder zur Map? Ich möchte... Das ist wichtig. Das ist essentiell. Nein, das brauche ich nicht. Haben die das gesagt, wie man zu der Map kommt? Bin ich jetzt komplett verblödet?
Das ist sowas, was mich nervt, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich jetzt da hinkomme. Time left. Leute, helft mir doch mal. Was kann ich denn machen? Ja gut, ihr könnt mir jetzt so schlecht helfen. Warte, vielleicht... Nö. Vielleicht komme ich da irgendwann mal drauf. Vielleicht wird's mir dann nochmal angezeigt. Also, wir gehen jetzt erstmal zum Shelter. Komm, lauf, Jung. Ja, so seitlich laufen kann er noch nicht so gut. Ja, Anomalie. Ja, mein Säckle. Ja. Ein bisschen trostlos ist es hier schon. Fehlt irgendwie Musik oder so. I can see the shelter over there. It looks like someone has a fire going. Hopefully there is someone around that can help. If they don't, shoot me first. If they don't, shoot me first. Ja, ja. Schon klar. Hello? Excuse me, sir. Anybody in there? Was ist das? There's nobody here. There's a note. Ja, die möchte ich hier auch gerne lesen. Pick up the note. Ja, das habe ich doch gerade vorgehabt. Sergei, if you come by the shelter, I am harvesting Regen artifacts in the anomaly file under the power lines. Up the hill from the truck, there's only a cluster of distortion anomalies, and the guys in Vano are not very patient about me bringing more back. I hope this haul will finally pay off my debts. I should be back by dark. If you come by the shelter, I'm harvesting Regen artifacts in the anomaly file under the power lines, up the hill from the truck. There's only a cluster. Okay. Notes and other information will be saved in your map folder and can be accessed later. I wonder what they are harvesting. Damn, I'm starting to get hungry. Walk over the bed. Was ist das? Das ist Seife. Wo kann ich das essen? Klopapier kann ich nehmen, aber dieses Sweet kann ich nicht nehmen. Und Rucksack. Many shelters have beds you can sleep in. Sleep at advanced time, increase your hunger and restore your health. Time left. Also wir haben nur noch 10 Minuten. In diesen 10 Minuten, ich meine, wenn ich jetzt da schlafen gehe, wird's wahrscheinlich... Ich würde jetzt bis zur nächsten Folge warten. Sorry, Leute, aber wir gucken uns erstmal hier so ein bisschen die Gegend noch um. Aber bevor jetzt dann danach irgendwas passiert und dann die 10 Minuten nicht ausreichen, das wäre ein bisschen blöd. Dann gucken wir uns mal ein bisschen die Gegend noch mal um. 10 Minuten haben wir noch. Da ist der Truck. Ah, ich weiß, diese Nachricht, die schleifen wir jetzt mit. Gucken wir mal. Und bis zum nächsten Mal recherchiere ich, wie wir das mit der Performance irgendwie besser hinbekommen. Wann ich dieses Spiel weiterspielen werde, ich meine, an sich ist es richtig interessant.
Ich denke mal, daraus könnte man eine schöne Episode machen für Straight Wednesday, die ja jeden Montag, wie der Name schon sagt, läuft. Aber da wir ja noch Elite Dangerous vor uns haben, für 1, 2, 3 Folgen, die ich wirklich noch gerne durchziehen möchte, bevor ich das Spiel abhake. Weil ich meine, irgendwann mal ist auch nicht mehr viel zu sehen bei Elite Dangerous. Irgendwann mal hat man genug rumgeflogen. Dann ist es einfach riesig. Ups. Es ist einfach riesig. Da ist sowas wie das hier, Into the Radius, was meiner Meinung nach echt Potenzial hat, wenn man von den Performance-Abbrüchen hinwegsieht. Könnte man das echt weiterspielen? Nur wann ich das mache, weiß ich nicht. Es steht noch einiges auf dem Plan, wie gesagt. Für nächsten Montag gucken wir wieder, was wir so randommäßig uns anschauen können. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich lasst ein Like da. Schreibt es mir in die Comments, wenn ich irgendwas verbessern kann. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie findet ihr das Spiel? Was für Erwartungen habt ihr an diesem Spiel? Was könnte ich vielleicht erfüllen beim nächsten Mal? Und abonniert eifrig. Erzählt euren Freunden von diesem Channel. Schaut eifrig Rocket Beans TV. Supportet die Dudes von Rocket Beans und Dudettes. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir ihn hier einen Cut. Dann noch schnell ins Haus zurück. Und dann bin ich gespannt beim nächsten Mal, was denn doch so passiert. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Mein Name ist Anaerob Fox. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.